Für die Eröffnung der beiden Murterrassen hat man sich den einzigen Tag in der Woche ausgesucht, an dem es regnete. Wahrscheinlich wollte man prüfen, ob das Dach der Gastroterrasse dicht ist. Die Feuer- oder besser gesagt die Wasserprobe hat das Dach der 93 Quadratmeter großen Gastroterrasse der Weinerei bestanden. Lebensraum Mur heißt das Thema und hier gab es bis jetzt auch eine rege Bürgerbeteiligung. Jawohl, wir haben hier ein großes Bürgerbeteiligungsprojekt gestartet im Frühjahr dieses Jahres, wo wir die Bruckerinnen und Brucker eingeladen haben, hier ihre Ideen zum Lebensraum Mur, zur Neuentwicklung des Lebensraum Mur einzubringen. Und hier gibt es bereits wirklich großartige Ideen. Wir haben 4 Mur-Stammtische durchgeführt. Wir haben mit den Wirtschaftstreibenden uns zusammengesetzt, um entsprechende Ideen zu sammeln. Und wir haben heute auch mit den Kindern unserer Volksschulen bereits eine tolle Präsentation erlebt. Dürfen. Auch die Kinder sind selbstverständlich mit eingebunden, weil ihnen gehört ja die Zukunft unserer Stadt und sie sollen natürlich jetzt schon mitreden, wie die Stadt in den nächsten 10, 20 Jahren sich weiterentwickeln soll. Und heute ist der erste Tag dieser Präsentationen. Es wird dann im Herbst natürlich weitergehen, wo wir die gesammelten Ideen dann der Bevölkerung auch präsentieren möchten, wo wir über Arbeitskreise dann die Bevölkerung weiter einladen werden. Diese Ideen, die es ja jetzt schon, die haben jetzt schon am Tisch liegen, weiterzuentwickeln und letztendlich dann die besten Ideen auch zur Umsetzung zu bringen. Heute geht es auch darum, den ersten Meilenstein zu setzen, nämlich 2 Murterrassen zu öffnen, eine öffentliche Terrasse und eine Gastroterrasse, die von der Weinerei betrieben wird. Auch hier geht es ums Wohlfühlen in der Stadt, um die Lebensqualität in der Stadt und das wird eine wesentliche Bereicherung in Zukunft sein. Gebaut wurden diese Terrassen auf Anregung der Bevölkerung. Sie sind das erste sichtbare Zeichen des Bürgerbeteiligungsprojektes Lebensraum Mur, das nun mit der Eröffnung einer Beteiligungsplattform seine Fortsetzung findet. Auf der Internetadresse www.lebensraummur.at kann über alle Gedanken, Ideen und Meinungen zur Verschönerung der Mur in Bruck diskutiert werden. Ich denke, hier gibt es ganz, ganz viele Ideen, ob es in Richtung Freizeitgestaltung geht, ob es in Richtung möglicher sportlicher Nutzung angehen kann. Hier sind keine Grenzen gesetzt und wir gehen auch auf dieses Thema sehr, sehr offen zu. Es sollte dieser wertvolle Naturraum an der Mur natürlich stärker in das Bewusstsein unserer Bevölkerung auch gebracht werden und auch stärker genutzt werden und natürlich auch für die Besucherinnen und Besucher unserer Stadt natürlich auch entsprechend dargestellt werden. Im Rathaushof ist bzw. war bis zum 3. Juli eine Ausstellung von Kinderarbeiten aller Brucker Volksschulen zum Thema »Unsere Mur ist zum Leben da« zu sehen. Hier haben sich die Kinder Gedanken zu diesem Thema gemacht. In Verbindung mit dem Projekt Innenstadt soll der Lebensraum Mur die Zukunft der Stadt Bruck an der Mur stark prägen. Das, denke ich, ist ein wesentlicher Teil auch davon, nachdem ja die Mur ja fast mitten durch die Stadt Bruck an der Mur fließt, ist sie ein wesentlicher Bestandteil der Stadt und sich am Wasser zu bewegen, am Wasser zu sitzen, vielleicht einen guten Kaffee oder ein gutes Glas Wein zu trinken oder Rad zu fahren oder mit einem Boot zu fahren oder was immer, ist natürlich schon eine tolle Lebensqualität. Bruck verbindet bekanntlich Menschen und das soll auch in Zukunft so sein.